Was für eine geniale Kombi. Ein Nissan und eine Vollcarbon-Kabine. Das ist Ultraleichtbau made in Slowenien. Alles komplett aus Carbon. Sie ist wunderschön. Und wie man sieht, anders wie bei GFK, du hast eine absolut glatte Oberfläche. Ja. Es ist Perfektion pur. Und die Kombi, die kostet jetzt wie viel? Die Kabine, wie wir sie hier haben, in, man kann schon sagen, nahezu Vollausstattung, 65.000 Euro. Da ist dann aber auch schon alles dabei, eine 200 Ampere Lithium-Batterie, eine Solaranlage, Längsbett, ein Sogsystem, eine Außendusche, Fahrradträger, elektrische Doppeltrittstufe und so weiter. Du bist der Larry. Ich bin der Larry, Larry Clayton von Larry's Truck Shop und vertreibe diese Kabinen schon seit ein paar Jahren und amerikanische Pickup-Trucks noch und Offroad-Vans und kann hier auf dem Stand verdreht mit den Kabinen. Man kann dich kaum erkennen, denn yeah. du hast ein schwarzes Outfit, stehst am schwarzen Auto und da gucken nur noch die Arme raus und die Füße. Das ist so, aber das ist ziemlich cool, denn du kannst oben die Kabine kannst du einfach abnehmen und kannst sie stehen lassen auf dem Campingplatz oder wo auch immer du bist. Das ist so Hammer, ich finde das auch witzig. Das Blöde ist ja nur, wenn dann einer kommt, der auch einen Pickup-Truck hat, der könnte die auch mitnehmen, oder? Nicht so einfach, nein. Also man kann die sichern, die Kabine. Wir haben hier vorne die Möglichkeit, ein Schloss anzubringen. Ach so, hier dass vorne die... bei der Stütze, genau. Ja. Ein Schloss? Da kann man... kommt hier ein Stift durch, dann kannst du hier ein Schloss durchmachen, dann kann es auch nicht jeder mitnehmen. Ohnehin ja, ist es auch nicht ganz so einfach. Ist das schon jemals passiert bei dir, dass nein, du mal eine Kabine nein, geklaut hast? Nein, noch nie hast? Gehört, dass sie geklaut wird, nein. Der Truck müsste ja auch die Vorrüstung haben. Das heißt, die Trucks brauchen eine Auflastung auf 3,5 Tonnen, erstens. Und auf der anderen Seite ja auch die Elektrik muss dafür vorgerüstet sein. Das heißt, dass Blinker, Licht etc. geht. Und das müsste ja gegeben sein. Sag mal, Larry, meine ganz blöde Frage. Hat jemand sowas schon mal praktisch auf so einen ganz kleinen Artego oder sowas geschraubt? Nein. Das ist für Pickup-Trucks? Das ist für Pickup-Trucks, ja. So, das wäre ja dann praktisch nochmal Geländegänge. Das heißt, ich habe ein 4x4 Offroad-Mobil. Das ist hier auf einem Nissan drauf. Der Nissan, das ist ein deutscher, das ist ein europäisches Modell? Das ist ein europäisches Modell, jawohl. Der kann jetzt eine Tonne, was kann der hin? Der kann dann mit Auflastung ungefähr 1,3. Ja. 1,3 Tonnen ja. mit Auflastung. Auflastung heißt, ich bin über 3,5 Tonnen? Nee, bis 3,5 Tonnen, ja. Ist das ein tolles Fahrzeug dafür? Auch ja. Der Ford Ranger ist natürlich auch noch ein super Fahrzeug, der Toyota Hilux. Den letztgenannten würde ich momentan favorisieren, weil wir bei dem Fahrzeug auch noch ein Fahrzeug mit ordentlich Hubraum erhältlich haben. Ist das ein deutsches Modell, der Hilux? Den gibt es in Deutschland, da muss man den importieren? Nee, auch ein deutsches Modell, ja. Okay. Ist er lieferbar, der Hilux? Auch lieferbar. Wir haben jetzt gerade auch einen Kunden, der auch einen Hilux hat, den 1,5-Kabiner mit der großen Kabine. Ist ein tolles Fahrzeug dafür. So, das bedeutet, wenn man so einen kauft, das ist jetzt ein Doppelkabiner oder der EC steht? Jetzt, genau, das ist der Doppelkabiner, der mit den vollwertigen 4 Türen. Da bekommen wir eben diese 2.5 Ultralight bzw. Light montiert und auf die 1,5-Kabiner dann die 2.8, also die Kabine, die ist länger. Etwas mehr Platz im Innenraum. So, das heißt also, 1,5-Kabine wäre das Mittel der Wahl praktisch für dich. Die 1,5-Kabine ist natürlich dann immer praktisch für Leute, die ohnehin vielleicht alleine reisen und denen ja auch der Platz in so einem 1,5-Kabiner reicht. Du bekommst in den 1,5-Kabiner hinter die Sitze deinen Campingtisch, die Stühle, alles untergebracht und hast einfach mehr Reise- und Urlaubskomfort. Ziemlich cool. Das heißt, du kannst das Ding absetzen, wenn du es nicht brauchst. Du setzt ab, wenn du es nicht brauchst. Kostet keine Steuer, keine Versicherung. Du musst nicht damit zum TÜV. Das ist eben der Riesenvorteil von so einer Kabine. Der Wohnwagen, auch wenn er zu Hause steht, ist zugelassen. Du musst Steuerversicherung zahlen. Das hast du bei der Kabine nicht. Sehr schön. Komm, wir gehen mal rein. Das ist jetzt die etwas kürzere Sitzgruppe, du hast mir erzählt. Kürzere Sitzgruppe, 80 cm Fläche haben wir bei der Kabine. Und ich denke, ich zeig dir das gleich mal jetzt, weil das hatten wir bei der großen Kabine vergessen. Ja, bitte. Dieser Teppich ist übrigens nur jetzt hier für das ist der Messeteppich. Ja, da genau. Drunter ist Carbon. Das war Spaß. Hier haben wir jetzt den Fußboden, so wie er standardmäßig ist. Und Linoleum. Ja.
Da siehst du auch wieder das Carbon, ja, und das Bodenstaufach. 80 Liter Bodenstaufach. Und das sieht man auch in die Verarbeitung. Das 110, Sandwich. Ja. Also das heißt, unten ist Carbon, in der Mitte ist Sandwich, Doppelboden. Ja. Du hast also Fußwärme, ja, in dem Auto, in der Kabine, in dem Auto. Du hast immer einen warmen Boden. Die Kabine ist so innen, für den Winter. Ja. Innen Sichtcarbon, außen hast du natürlich, also ich habe gehört, ein Kunde hat jetzt den Carbon außen gelassen. Das ist natürlich im Sommer, ist das grenzwertig? Nein, ja, das ist grenzwertig. Es heizt sich extrem auf. Ja. Extrem. Ja. Aber er fand's geil. Er fand's geil. Okay, gut, kann er ja machen. Ja, jetzt sieht man hier, das sind die Farben, die du wählen kannst. Du kannst also sehr viel machen. Die Holzfarben, ist die Unique? Die Holzfarben, wir haben auch noch eine etwas dunklere Holzfarbe im Programm. In den meisten Fällen wird allerdings diese Farbe hier genommen. Das heißt, also du hast wirklich ein Offroad-Reisemobil. Du kannst die Kabine abstellen, ja, du kannst sie behalten. Ich meine, das Design ist relativ zeitlos. Das Carbon, geht das irgendwann mal? Nein. Nee. Und es lässt sich auch reparieren. Auch die Frage tauchte schon auf. Was ist, wenn ich mir da mal irgendwo dagegen fahre und es geht was kaputt? Es geht ohnehin ganz selten was kaputt, weil es extrem steif ist. Also eher hast du wahrscheinlich... Extrem steif, ja, oder? Ja. Also ich habe schon gehört, dass also auch die GFK-Kabinen, die Mono-Kabinen sind auch schon sehr steif, aber ja, Carbon noch mal steifer. Steifer, ja. Mhm. Die Steifigkeit hat den Vorteil, es verwindet sich nichts, das heißt, der Möbelbau bleibt heil. Ja, es verwindet sich nichts. Es ist steif, es ist fest und vor allen Dingen, so wie wir es eben auch produzieren, dass die Seitenteile, die Rückwand, alles aus einem Stück gefertigt ist, haben wir auch kein Problem mit Wassereintritt, ja, weil es eben keine Fugen gibt, ja, weil es alles aus einem Stück ist. Mein Held im Erdbeerfeld, das ist der Larry, der kommt immer wieder mit neuen Sachen raus. Wie bist du auf die Idee gekommen, die Leute aus Slowenien zu mandatieren in deinem Laden? Das heißt, du willst ja auch Sachen haben, mit denen du lange Freude hast, oder? So ist es ja. Also es kam eigentlich so, dass ich eine Kabine gesucht habe für mich. Und ich kenne ja den amerikanischen Markt, ich kenne die amerikanischen Kabinen alle und ich kenne auch das, was es hier in Europa gibt. Und ich bin eigentlich tatsächlich mehr durch Zufall an die Jungs geraten, die damals diese Kabine designt und entworfen haben und mit viel, viel Aufwand, Schweiß und Investment diese Kabine so entworfen haben, wie sie jetzt heute auf dem Markt zu finden ist. Es ist wirklich einzigartig. Diese Kabine ist mit keiner anderen Kabine auf dem Markt vergleichbar, weil keiner so aufwendig produziert. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass das hier ein Prototyp ist. Das hier ist fertig. Ja. Das wird jetzt wie lange gebaut schon? Jetzt so wie sie hier ist, 6 Jahre. 6 Jahre schon. Ja. Das heißt also, die Kinderkrankheiten sind alle weg. Ja, genau. Ja. So, du hast mir auch erzählt, von außen allein schon technisch gesehen, kann hier kein Wasser reinlaufen, weil das so steckmäßig von oben nach unten, ja, das können wir gleich mal nochmal draußen gucken. Ja, das kann hier nicht passieren. Ne? Also das Dach ist aus einem Stück gefertigt, du kannst es theoretisch begehen. Praktisch auch, ja. Genau. Da unten ist Carbon. Ja. Du hast überall viele Details. Der Boden ist natürlich, das ist jetzt der Messeboden. Ja. Dann hast du genau. Hier einen Hier hast du einen Hängeschrank. Wir haben einen 95 Liter Kompressor, Kühlschrank von Vitrifrigo. Also auch was Hochwertiges. Der ist sehr leise. Dann hier oben über dem Kühlschrank eben ein tiefes Fach, wo man was unterbringen kann. Und die anderen Schränke auch. Optional kann man dann natürlich auch einen Boden noch mit einbringen, wenn man das möchte. Gut, du hast natürlich einen Wechselrichter hier drin. Du ja. Könntest auch eine kleine Mikrowelle mal reinmachen. Also das geht. Das ist ja oft das Mittel der Wahl, um schnell mal was warm zu machen. Ja. Das ist hier kein Problem. Also Strom wie zu Hause. Dann, das Ganze wird festgemacht mit einem tollen System. Zeig mal bitte hier unter der Bank. Da ist ein kleiner Zugang. Ja. Wir haben jetzt hier beispielsweise diesen Lagunhebel. Das ist toll. Der sich so in jegliche Richtung verschieben lässt, ja, so wie man es braucht. Man kann den jetzt hier beispielsweise so rüber machen. Hat einen freien Zugang zum Bett. Ich glaube, ich zeige dir erst noch mal schnell was anderes, bevor wir da unten anschauen, bitte, ob man die Elektrik sieht. Ah. Da ist sogar Elektrik. Victron Energy. Victron Energy, ja. Also hier ist auch nicht irgendwas aus dem Baumarkt. Ja, aus dem Baumarkt verbaut. Ich wollte gerade was anderes sagen. China. Ja. Ja gut, die kommen ja auch irgendwann mal vielleicht auch wieder aus China. Ja. Aber ich weiß, was du meinst. Nicht irgendein Schrott. Also wir haben auch die große Lithium-Ionen-Batterie auch von Victron hier. Auch von Victron. Ja. Weil das könnte man ja auch mit billigeren Batterien paaren. Nein, hat man nicht gemacht. Also wir
Wenn schon, denn schon. Alles eben wirklich am qualitativ besten Standard bieten und nicht irgendwo was sparen. Die Elektronik wäre super geeignet für sowas. Der Kunde sieht es nicht. Der Kunde sieht den Rest hier und denkt, das ist alles toll. Und dann ist aber eine zum Sparen. Kasten drin, wäre die der nur ein Viertel kostet. Der Wassertank, der ist wo? Wassertank und Abwassertank befindet sich hier drunter. Aktiver Schwerpunkt. Ja, genau. Direkt vorne, direkt hinter der Alkovenwand. Das heißt... Du musst mal diesen Teppich wegnehmen. Der ist so fürchterlich. Denn wir zeigen mal gerade diesen schönen Boden, der drunter ist. Das ist nämlich ein ganz toller, so ein Art Linoleumboden, ja. den man auch öffnen kann. Der hat eine kleine Revisionsklappe drin. Und das ist so schön. Ich weiß, klar, die Leute laufen hier durch und so, aber trotzdem ja, einmal zeigen. Genau das ist ein Boden, der ist auch leicht zu reinigen und hält auch entsprechend Feuchtigkeit aus. Das heißt, hier kann man auch mal wirklich nass durchwischen. Ohne ist das möglich, passiert. Den jetzt unten mal hochzuheben, dass mal runtergucken kann? Wir können mal gucken, es wird halt ein bisschen eng jetzt hier, wenn ja. wir das machen. Aber ich mag eng. Das ist. Ich mag eng. Ja, aber die Leute, sie sollen ruhig mal gucken, dass der Wassertank, wie schön das gemacht genau. ist. Eine Tankstandsanzeige drin. Ja. Also das ist einmal der Frischwasser- und der Abwassertank. Müsste ich jetzt dann komplett rausziehen. Im Überlauf. Ja, genau. So. Und hier siehst du auch hinten noch... Ich wollte nur zeigen, du kommst überall ran. Du kommst überall ran. Also du musst ja im Prinzip nur einmal dran. Das ist, wenn du den Tank hier reinigst, dann musst du dran. An die Elektrik, haben wir ja gerade gesehen, kommt man auch so dran. Da muss man auch nichts weiter wegbauen. Das hier macht man ja in der Regel einmal im Jahr, vielleicht wenn man die Kabine einmottet. Ja. Und jetzt das Solar am Dach hier? Wir haben hier eine 175 Watt Victron Solaranlage verbaut. Mit Laderegler. Schön. So, hier drunter ist dann so eine Kleinigkeit, wenn du das einmal kurz zeigst, du musst ja an beiden Seiten mal ran, dann kann man hier öffnen, da wird das Fahrzeug verbunden mit der Kabine. Richtig. Haben da Leute schon mal Fehler gemacht, denn die Kabine lag auf der Autobahn? Hab ich noch nicht gehört. Noch nicht. Zum Glück. Ja gut. Guck mal hier. Es empfiehlt sich natürlich immer wieder bei einem Tankstopp das mal zu überprüfen, ob es noch fest ist. Ja? Gut. Das sehe auch ich. Und hier vorne, alles ist aus Carbon. Ja. So, wenn du da mal aufmachst, bitte. Das kann man auch abschließen. Ja. Wenn man es fest hat. Und das ist das Auto drunter, ne? Das ist das Auto drunter. So, das wie Auto ist das nicht wir verbunden? Jetzt so drunter gestellt. Der ist jetzt also nicht angeschlossen. Den haben wir jetzt nur mal hier für die Messe hingestellt. Der steht auf Stützen, ne? Der steht jetzt hier auf den Stützen, ja. Und wichtig ist bei den Trucks, dass man entsprechende Verzurpunkte anbringt, die mit dem Rahmen befestigt sind und nicht einfach, du hast ja gerade mal die Kamera drauf gehalten, die an der Seite, das ist, hält nicht wirklich. Ja. So, auch bitte nicht die Airline-Schienen an der Seite. Genau, auch nicht die an der Seite, genau, gibt es ja auch bei manchen Pickup-Modellen diese Schienen an der Seite, da auch bitte nicht die Kabine festmachen. Ja. Toll. Ja, also lauter. Gar keinen erst vom Hof fahren lassen. Oberschränke. So, Lieferzeit ist ein Jahr, darüber haben wir schon gesprochen. Ja, die haben wir mal kurz gefilmt, die Schränke. Aber du hast ja noch Ambiente-Licht, du hast oben eine Textildecke, die ist auch weich. Das Raumklima hier drin toll. Du kannst durchlüften mit ganz, ganz vielen Hekis. Und hier bei der Kabine haben wir jetzt ein bisschen was an Sonderausstattung. Wir haben das zweite Alkovenfenster zum Beispiel. Mhm. Die Kabine hat normalerweise auch eine Längsschläfer-Variante. Die haben wir jetzt hier nicht hingebaut, weil wir das drüben bei der anderen Kabine zeigen können. Und umso weniger jetzt hier die Leute irgendwie, die Besucher. Okay, das heißt, die sehen jetzt viele, können, ist besser, ja. viele verschiedene Grundrisse. Wie war der Zuspruch? Auf super. Super. Also wir haben natürlich immer wieder so Erlebnisse von Kunden, die dieses Konzept ja gar nicht kennen, der Pickup-Wohnkabine, sondern die kennen Kastenwagen, die kennen Teilintegrierte. Das haben wir das übrigens auch extra zu bestellen. Das ist ein schöner Sonnenhut. Ja. Den kriegt man dazu, ja? Heute ist das direkt im Preis enthalten. Den kannst du mitnehmen. Dann, du musst nur einmal kurz unterschreiben. Schön. Dann hier die Küche. Ja. Auch die ist alles in Holzqualität, das ist keine Spanplatte, das ist alles Schichtholz. Ja, genau. Wir haben auch dann eben den Doppelkocher, eine Spüle. Wir haben natürlich im Bad auch noch das Waschbecken, Dusche und WC. Ist auch das habe ich eben eingangs gezeigt, ich zeige es gerade nochmal. Also das ist so ein Klappwaschbecken, ist hier dabei. Das kann man richtig schön hochklappen, kann das hier ordentlich verriegeln.
Da ist es, hier mit so einem Schnapper. Dann hast du eine ordentliche Toilette mit Keramikeinsatz, damit ja. das auch schön aussieht, wie im Boot. Und eine Dusche mit drin, der Frischwasser? 112 Liter Frischwasser. 112 Liter ja. Frischwasser. Und Grauwasser? 64. 64. Das Seamarine Panel, das heißt, über das Seamarine Panel kann man ja immer den jetzt aktueller Stand 100% Batterieladung haben wir jetzt beispielsweise. Und mit dem Menü kann man eben durchwählen, dann hat man die Anzeige der Tanks, das heißt, wie viel Frischwasser, wie viel Abwasser haben wir noch. Sag mal. Und so, dann haben wir jetzt hier zum Beispiel Battery to Battery, aktuell wird da nichts geladen. Solar lädt jetzt natürlich hier nicht in der Halle. Doch. Würden wir jetzt draußen. Das ist 0,17 Ampere. Ja, gut, wahrscheinlich durch das Licht oben drüber. Genau. Aber wenn wir jetzt draußen stehen würden, wird es jetzt dann auch so ein grünes Pfeilchen sehen, dass er gerade lädt. Ja. Okay. Dann haben wir Frischwassertank 31% gefüllt, Grauwasser 3%. Temperatur innen, Außentemperaturanzeige und ein Barograph noch mit drin. Luftdruck. Ja. Seamarine bringt jetzt übrigens ein neues Panel raus. Das ist dann noch ein bisschen breiter, bietet dann noch mehr Funktionen. So, jetzt gehen wir gleich mal was trinken. Unten hast du noch ein paar Schubladen. Ja, wir haben hier einmal Vorratsschublade, ein bisschen tiefere. Hier oben ist so eigentlich als Steckschublade genutzt. Mhm. Also schön gemacht. Also für Leute, die einfach zu öffnen. Die ganz, ich sag mal, flexibel sein wollen, das Auto kannst du ja definitiv jetzt im Alltag nutzen. Du nutzt den Pickup im Alltag als Fahrzeug und hast die Kabine eben zu Hause stehen. Du kannst die Kabine im Prinzip auch mit allem reisefertig zu Hause stehen lassen. Das machen im Bereich der Kastenwagen doch wenige Kunden, dass sie ihr Geschirr und alles damit drin haben, weil das dann doch klappert. Die Kabine steht zu Hause, ja, das ist gut, fertig und du entscheidest dich, willst wegfahren. Du fährst ja dann auch nicht drin. Du hörst ja da auch nichts. Du hörst ja nichts, genau. Ja. Schön, komm, wir gehen mal raus. Der Fahrkomfort im Pickup, du merkst das. Das heißt, du fährst automatisch ein bisschen langsamer. Du wirst dann wahrscheinlich keine 180 mehr fahren damit. Also so eine schöne Reisegeschwindigkeit ist tatsächlich so 110 bis 130. Ja. 110 bis 130, das ist auch stromlinienförmig. Hier sieht man... So sieht das Ganze denn auf dem Fahrzeug aus. Das ist jetzt die kleinste Kabine, die ihr habt? Das ist die kleinste Kabine, die 2.5 Ultralight als Vollcarbon-Variante und erhältlich auch in Carbon GFK Mix. Das heißt, dann haben wir den Carbon, den unteren Alkoven. Der Alkoven und Dach ist dann aus Carbon und die Seiten und Rückwand aus GFK gefertigt. Das ist dann wieder ein bisschen billiger. Das ist dann... zwischen 5.500 und 7.500 Euro günstiger, ja. Und auch ein bisschen schwerer. Und auch etwas schwerer, ja. So in der zwischen 30 und 60 Kilo ungefähr. Auto Jakob, ist er nett? Ja, ist bei mir in der Region, in Fulda ansässig. Ist ein Jeep-Händler und eben auch Nissan-Händler. Ich kenn ihn noch aus der Jeep-Zeit eben heraus. Und er hat mir das Fahrzeug hier zur Verfügung gestellt, weil ich eben hier auch nicht nur mit amerikanischen Trucks vertreten sein möchte, sondern das Gros hat eben ja doch Nissan, Ford Ranger und Toyota bei uns. Das sind so die Pickup-Trucks, die man bei uns hier in Deutschland doch am meisten sieht. So, Samstag, ich werde langsam müde. Ich würde am liebsten schon gerne nach Hause gehen, aber wir sind ja nicht zum Spaß hier. Und deswegen zeigen wir gleich noch im Video, das ist er, der Ford Ranger, der meistverkaufte Pickup-Truck Deutschlands, kann man schon sagen, oder? Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Ist halt auch immer wieder eine schöne Form, schön anzusehen, dichtes Werkstattnetz und auch wirklich ein toller Pickup-Truck für eine Kabine. So, du bist Larry's Truck Shop, wenn man das so eingibt. Ja. Da kommt, glaube ich, nur noch einer. Ja, so, ja, es gibt noch, ja. Also, ich glaube, es gibt auch keinen anderen Larry Clayton in Deutschland. Also von daher findet man mich doch relativ schnell. Also gib mal einen Larry und Fulda, dann klappt das auch irgendwie. Auf jeden Fall, da sind wir und Larry's Truck Shop, da seid ihr ganz sicher. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Gleich die Kombination GFK-Kabine mit einem Ford Ranger. Das ist jetzt Doppelkabine, das heißt auch diese Kabine ist etwas kürzer wie die andere. Und wenn ihr euch irgendwas zulegt oder habt, am besten Larry vorher fragen, nicht verzagen. Tschüss. Ja, tschüss.